Also die Mannigfaltigkeit im genetischen Vorrat, bei den Blumen und überall, bei den schönen mediterranen Wäldern, Mischwäldern, man sieht da hunderterlei verschiedene Baumkulturen aus autochthonen Bestand, aber auch aus dem mediterranen Sprachraum, Italien, Spanien, das glänzt alles gleich herüber. Muss man schauen. Und die Jugendlichen, also auch die Menschen, die Burschen, verfügen über Erbmaterial der besten Qualität. Verstehst? Kannst du es irgendwie anwenden? Was kann ich anwenden? Dein genetisches Programm weitergeben an eine Dame? Ist es dir schon gelungen? Bitte? Ist es dir schon gelungen, ein Werbepropaganda? Ui. Ist mir gelungen. Und macht es dir auch Spaß, die Tätigkeit, es weiterzutragen, die Liebe? Sowieso, oder? Ja. Wie machst du das? Mit Musik? Mit Schmeicheleinheiten? Mit einer Einladung, mit einem Pferd vollen Füllen? Bitte? Wie machst du das? Wie verführst du ein Mädchen? Ja. Zu was lädst du sie ein? Bitte? Zu was lädst du sie ein? Zu mir haben. Und sonst? Kein Programm? Bitte? Hast du ein BMW? Aha. Pferde? Zum Vorführen? Ja? Aha. Womit kannst du sie bezaubern? Mit Blumen? Mit mir. Mit dir selbst? Sicher. Weil du ein schöner Junge bist. So ist es. Genau. Und du? Gibt's keine Auskunft. Und du? Das Gleiche. Okay. Großes Gleiche. Also ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen. Und dann versuche ich, wie Aurelius Augustinus, durch Nachahmung denselben Erfolg zu erzielen. Nachahmen. Ich lerne von den Burschen sozusagen.